Hä? Was kann ich machen? So. Nee, jetzt bin ich ganz durcheinander. Moment, scheiße. Jetzt mach ich ganz durcheinander. So. Warum habe ich das jetzt noch da gemacht? Ja, das geht egal, das ist passt schon. Gleich Mist gebaut. Ich weiß nicht, also so Teile, also ich habe so mal das Gefühl, für 3 Minuten kann ich mich konzentrieren, dann kann ich mich erstmal 10 Minuten lang nicht mehr konzentrieren, dann kommt wieder diese, wo ich denke, oh scheiße, was baust du denn überhaupt? Jumi, nicht nur du. Nicht nur du. Glaub es mir. Also was ihr wirklich machen müsst, ist euch wirklich super konzentrieren. Ich werde jetzt nur noch Streamer. Tut mir leid. Ich mach jetzt nichts mehr. Ich gebe jetzt meinen Beruf auf. Ich werde gleich wahnsinnig. Oh Mann, warum muss das denn so? Ich kann ich nicht einfach gleich lösen gehen, bitte? Pass auf, Suku. Pass auf. Wir machen Folgendes. Wenn du noch mir zuhörst. Gut, du wirst mir zuhören. Wenn ich dieses Rätsel nicht überspringe, sondern wirklich auf eigene, also hier im Stream, damit du es auch nachvollziehen kannst, dass ich nicht auf diesen Button da unten gedrückt habe, dann musst du mir jetzt ein Angebot machen, damit ich nicht auf diesen Button drücke, okay? Können wir das nicht so machen? Weil das ist wirklich kacke. Ich muss erstmal denken können, ne? Mach mir ein gutes Angebot. Ach, der nervt so. Oh
Oh, hallo? Ich dachte so 150 Petpots. Wäre ich auch mit einverstanden. Ich dachte, wieso kam denn da jetzt lila? Ich dachte, jetzt kommt grün. Oh, ob ich das jeweils wieder auswählen kann. Mal gucken erstmal. Nein. Kann man auch seine Haustiere streicheln? So, jetzt ist aber das da dran, oder? Das bleibt. So, das muss ich noch ändern. Ich muss mich richtig konzentrieren, einmal kurz. Ich darf wirklich keinen Fehler machen. Muss auch noch einer hin. Das ist wahrscheinlich der jetzt da hochgeht. Weil das versuche ich dann mit dem hier zu machen. Aber hier brauche ich nur noch solche, deswegen gehe ich langsam mal. Oh, ist das anstrengend. Der muss da bleiben, definitiv. Da kommt dann der nächste von denen drauf. Ich bin am Überlegen, safe zu spielen und es so zu machen, genau, dass ich hier immer einen drauflegen kann. Da ist er noch gar nicht dran, der ist er dran. Die kann ich auch alle so machen und den kann ich auch noch mal einmal so machen, das ist egal.
Wichtig ist eigentlich, dass ich jetzt langsam, also hier. Ich checke gerade absolut null, was das Ziel ist, deswegen lasse ich sie lieber. Was? Nicht raus, ich muss mich wirklich hart konzentrieren jetzt gerade. Ja, kann ich nicht machen. Habe ich zwei Optionen, das ist schon mal ganz gut. So. Die beiden sind schon mal safe drin. Das habe ich eigentlich soweit. Ich glaube, ich müsste es hinkriegen. Nein, 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 nein. Es ist egal. So, Suku, ich krieg jetzt ein 24,99 Sub von dir. Ja, ihr regt euch ja noch nicht auf. Hallo, als reicher Schweizer. Aber da geht immer noch die Katze hin. Ganz alleine gelöst. Juhu. Da muss irgendwas. Alle gehen nun auf die Barrikaden. Ach, welche Barrikaden? Ihr sitzt alle. Gibt's für die Cam? Gestern hatte ich Cam an. Hallo! Gestern war ich wunderschön. Ne, heute sehe ich wirklich aus wie ein armer Tropf. Können wir gerne morgen machen. Ich bin heute nicht so. Warte mal, wo muss ich hin? Wahrscheinlich nach da unten gehen, ne? Heute sehe ich aber echt aus wie so ein Jammerlappen, ey. Ohne Witz. Die Augen rennen. Zum Beispiel, ich hatte gestern Make-up drauf und ich bin ja so ein ganz fauler Mensch. Ich setze mich dann einfach in meine Badewanne, weil ich sie halte, dann einfach die Brause über mich und dann sehe ich immer aus wie ein kleiner Panda-Bär, ey. Das ist eine Fee? Wie wunderbar. Vielleicht kann sie mir helfen. Hallo, kleine Fee. So sehe ich im Übrigen aus. How dare you? Trespassing in this sanctuary Nein. is forbidden. Ich streame morgen ja auch. Und außerdem würde das dann auf YouTube verewigt werden. Das will sich doch keiner antun. Sie muss etwas über. Vielleicht kann ihr reden, wenn ich den Stab zeige. Bitte schön. The maiden goddess is in trouble. We must act quickly. There's only one thing that can stop the shadow god: the shade's lantern. The shade's lantern. To make it, you need to find the bowlight shard. It is protected Kennt by ihr this Hallo? land, and only the worthy can claim Sag ich auch gerne einen it. If Stab, wenn you er get it, I will help you fight the Shadow God. The Shadow God. Der Shadow God ist wie. Wir haben im Übrigen, ne, Kenshin, wir haben im Übrigen rausgefunden, wie Sukuri wirklich aussieht. Das Spiel hier hat's verraten. Ich hoffe. Oh, was ist das? Oh, ist das nicht so ein Feensamen, genau. Oh, wow, ist das was jetzt oder was?
so komisch. Hä? Was habe ich gemacht? Ja, was muss ich hier machen? Das frage ich mich auch. Aber der Feensamen, da muss ich doch irgendwo gerade eben einsetzen. Hier vorne, oder? Ja. Dann nur der 499. Morgen mache ich Kämmern. Ich gerade noch einen drauflegen. Dann. Heißt, jetzt habe ich mich hier verklickt. Oh mein, ich wollte doch immer nur einmal. So. Mal wieder so ein bisschen zur Atmung kommen, ne? Ein bisschen wieder runterkommen, junge Frau. Manchmal tut es auch gut, mit sich selbst zu reden, ein bisschen. Muss ich das suchen? Ja. So Schmetterlinge? Muss ich auch haben? Irgendwie so was Komisches? Ne, brauche ich nicht. So Rundes vielleicht? Nein. Außerdem, ich muss ja auch ein bisschen Geschäftsfrau sein, nicht wahr? Ich muss euch durch vielen Geschenke noch nach Schweiz und sowas schicken. Was ist das denn? Da muss ich das da auch suchen? Nein, oder? Doch. Ich finde, das ist so unmöglich versteckt. Wie sollen das denn kleine Kinder und ich finden? Vor allen Dingen, die sind ganz schön klug geworden irgendwie. Die haben das alles so ein bisschen angepasst. So. Was ist das? Brauche ich das ja. Ich darf wirklich nichts mehr trinken, ne? Ich muss da einmal von aufstoßen, das glaubt ihr nicht. Was ist das denn? Dankeschön, Suku. Du bist eine ganz besondere Katze in meinem Herzen nun. Gut, ist man auch ohne Saft, aber ihr wisst, wie ich meine. Doch, Suku und ich uns kennengelernt haben, das war ganz witzig. Ich meine, da war ich ganz neu im Clan von Cynical und ich weiß nicht. Also sie waren mir alle sehr suspekt. Aber er war der Einzige, der wirklich gesagt hat, ach ja, naja, dann soll sie halt ihre 10.000 K Gold haben, mir egal. Dann habe ich gesagt, hallo Herr Summon, und über das haben wir uns kennengelernt. Ich finde es wirklich schön, dass da jemand einmal so ist, der sagt, ja gut, dann hast du halt dein vieles Geld, mir scheißegal. Finde ich gut. Ja, so. Wo bist du denn? Ja, das ist tatsächlich sehr wenig. Das stimmt wohl. Aber ich denke mal, wenn ich jetzt mit 10 Chars VT laufe, dann passt das schon. Dann kommt da schon ein bisschen was warum, wenn man mal so überlegt, dass man pro Run vielleicht 90 Gold macht. Mit den Divine Greystone noch ein bisschen, sagen wir mal so 100. Dann kriege ich pro Woche nur durch VT 1000 Gold. Dann, das läppert sich doch schon über die Wochen. Richtig. Ach so? Mhm. Naja, wir wollen jetzt hier spielen. Wir wollen nicht über VT oder sonstiges reden. Ich meine letztendlich, wenn es wirklich so ein Main-Spiel ist, dann redet man da schon mal drauf. Oder wenn viele Leute, die dieses Spiel spielen, in dem Chat sind, dann redet man natürlich ganz automatisch darüber. So, gut, ich habe ein Feensiegel gefunden. Nee, hier muss irgendwie was hin, was definitiv nicht mit Feen zu tun hat. Wir gehen nochmal zurück. Ach, hier waren wir. Nein. Nein, definitiv nicht. Denke ich, man muss hier hin oder so, oder? Nee. Ja, oder? Oder? Doch, wir müssen hier hin. Aber warum? Ja, aber ich verstehe dieses Gitter nicht. Ja, was soll ich hier machen? Das frage ich dich, Spiel. Meine Freundin war so eine Spinne drauf. Die habe ich rausgenommen. So, aber wo ist die Spinne hin? Oder, ach so, hier muss ich auch noch.
Schau einer an. So große Daumen. Hallo, das sieht man doch, dass das passt. Ja, Entschuldigung. Der Meteoritensplitter. Er verfügt über unglaubliche Kräfte und ich kann ihn nur den Feen anvertrauen. Wenn er in falsche Hände fällt, könnte das großen Schaden anrichten. Jack, wie gesagt gerade eben, das war schon so ein bisschen natürlich wieder eine Wespe. Das ist ja nett. Das war halt, wie gesagt, dieses Zeichen von Jack in the Sky Kingdom. Matche alle Feen, indem du zwei Lotusse auswählst. Was? Und du kannst ja die Position einprägen? Oh, was? Oh, jetzt habe ich nicht auf die anderen geguckt. Okay, die beiden. Zu viel. Juhu! Das ist alles für so einen krassen Käfer, fürs krasse Käfer-Emblem. Ich bin für krass, ne? Ich weiß. Manchmal erschreckt mich selber ein bisschen. Das sind dann so Skarabäus und eine Biene. Jacks Karte. Das sieht aus wie eine Karte. Das sieht aus wie eine Karte. Mal schauen, wo sie mich hinbringt, okay? Ja, ich weiß nicht, wo sie mich hinbringt. Und nun? Haha! Eine geheime Kammer, wer hätte es gedacht? Ein Narrensymbol. Mhm. Interessant. Der sieht aber nicht mehr so gut aus, der alte Mann hier. Immer so viel gucken. Skuke. Skuke. Skuke schon genug. Skuke. Vor allen Dingen der Witz ist, ne? Es sieht auch manchmal ganz anders aus, als es eigentlich dargestellt ist. Also. Als ob. Das war aber mehr, Glück als gerade Verstand. Ich finde ja auch, dass diese Lampe, die hinter meinem Monitor, ich habe eine Lampe hinter meinem Monitor, die so ein bisschen die Wand einstrahlt, damit ich nicht unbedingt direkt ins Licht gucke. Ich finde, die stört mich auch ein bisschen. Da schauen ja noch Flügelspitzen raus. Wo? Wo denn? Wo sind denn da Flügelspitzen? Wir suchen weiter die Ranke, dieses ganz kleine Lift. Ich meine, ganz einfach, das wird ja wohl nicht sein, oder? Was ist das? Ja, als ob. Komm, noch kleiner. Bei der letzten Aufgabe. Ja, das war schon. Achso, da meinst du die Flügel? Die habe ich nicht gesehen. Die habe ich echt nicht gesehen. Verklickt schön. So, jetzt brauchen wir nur noch diese eine doofe Ranke. Ich werde mich wieder zu Tode suchen. Wo ist die Ranky? Ranky, wo bist du? Ranky? Ranky, wo bist du? Ranke. Aber bis jetzt haben wir nicht. Also, ja gut, aber wenn ich jetzt so Ewigkeiten suche, dann mache ich schon einmal so einen Tipp. Ich meine, dafür ist er ja da.
Aber solange wir den wirklich nicht so krass verwenden. Oder oben sieht es so aus, ne? Oh, tatsächlich. Ich hätte es gedacht. Cranky Ranky, genau. Cranky Ranky. Das Narrensymbol. Ich glaube, das müssen wir auch einen weiter oder dort einsetzen. Da können wir ja schnell mal hin. Duseln. Das sieht relativ gruselig aus. Also das mag ich nicht so leiden. Whatever your plan is, it'll never work. Doch, natürlich, Mann. Du heiße Frau, gib sie jemals auf. Ich muss die Feenkönigin vor ihr schützen. Was passiert jetzt? Hä? Licht ist eben stärker als die Dunkelheit. Jetzt haben wir keinen Feenstab mehr. Oh, oh. You have proven that your heart is pure. Come with me to my home and be prepared. Das war sehr gut. Wäre ich jetzt ganz klein? Welcome to my home. This is a safe place to assemble the Shade's lantern without being disturbed. Okay. Ich bin klein wie eine Fee. Ich kann nicht glauben, dass ich in dieses winzige Haus hineinpasse. Da hinten ist was irgendwas drauf. Was muss ich denn hier machen? Ja, keine Ahnung. Eine Pipette, ein Rädchen, ein Meteoroidenspieler und ein Prisma. Ich wäre gerne so klein manchmal. Uff, das sind bestimmt voll große Amulette. Was muss ich hier machen? Nein, ich glaube nicht. Käferkraut. Ja, ist doch gut. Sofort. Bam, 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 bam. Moment. Moment kurz. Hab ich jetzt blöd gehabt? Nein, ich hoffe nicht. 120 Milliliter. Huh. Hallo. Also einen halben. Ich trinke kein Energy. Also so ab und an. Also ich glaube ein, zweimal im Jahr, ja. Oder dreimal auch. Aber ansonsten nicht. Ah, das geschmeckt. So, hier haben wir schon geguckt. Was ist das denn da? Da oben ist noch was. Um die mächtige Schattenlaterne herzustellen, benötigt man einen Trank, der aus Feenblumen hergestellt wird. Dann wird ein verzaubertes Prisma und Kristallstaub, habe ich das? Hinzugefügt. Der mit verleiht ihr Energie. Mhm. Käferkraut. Eine Pipette. Nein. Aber ist das Prisma nicht verzaubert? Nee, hä? Ich wäre kein. Das ist gruselig. Darf ich denn hier wieder weggehen oder eher nicht so? Nee, ich muss jetzt hier bleiben, oder? Aber was ist das denn? Ich weiß ja noch nicht mal, was das ist. Oder was das macht. Und nun? Ach so, oh. Was ist da jetzt drinnen? So, das ist jetzt das verzauberte Prisma. Was ist hier? Trank einfüllen. Das habe ich jetzt auch nur so gefunden. Hallo, da möchte ich nicht nochmal drauf. Ach so. So nochmal einmal lesen. Verzauberte Kristallstaub. Hä? Aber wo ist denn mein Kristallstaub? Ich habe gar keinen Trank. Aber ich habe doch gar keinen Kristallstaub. Oder wird das vielleicht hier irgendwie was? Das ist ein Rädchen. Nee. Nein. 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 Hm.
Nee, das kommt ja erst später dann dazu. Aber ich habe doch gar nicht so viele mehr. Also dieses glücklicherweise haben wir jetzt ausgeschöpft. Da muss ich nie wieder hin. Das freut mich auch tatsächlich sehr. Da ist nur dieses Trank einfüllen. Aber ich habe doch gar keine Möglichkeiten. Oder habe ich doch? Ah, okay. Sie arbeiten so schwer. Uiuiuiuiui. Geht das denn jetzt? Aber ich habe doch gar nichts. Nee, das ist wiederum was anderes. Das irritiert mich total. Aber was machen die denn? Hä, aber ich kann doch auch nicht zurück. Jetzt haben sie wieder aufgehört. Toll. Da haben die irgendwie Pupu gemacht. Hallo, Tippi! Ja, Pupu haben sie auch nicht gemacht. Ich bin ja sehr verwirrt. So, wir haben ja diesen verzauberten Prisma. Aber wo soll ich das denn reinpacken? Nee. Das dreht denn 5 Pass? 11? Was? Das Rädchen in der Mitte der beiden größeren. Hä? Wie kommt das auch da drauf, oder? Nee. Ich kann es ja nur dahin machen, wo diese Dinger sind, ne? Und es geht nicht. Ich kann es nicht ändern. Das Rädchen in der Mitte der beiden größeren. Ich bin total verwirrt. Oh, den kann ich aber. Guck einer an! Eieieiei! Hast du das gewusst, Herr Sugu? Hä? Hast du das etwa gewusst? Ich glaube, ich muss damit zu dem Ding hin. Komm, hast du es gewusst? Nein, hast du nicht. Der Trank ist fertig, nun muss ich etwas davon nehmen. Ja, danke, ich hab's gesehen, wo es hinläuft. Kommt das denn auch mit da rein? Warte mal, wir gucken mal. Nee. Vielleicht der Meteoroidenschilder. Achso, wir müssen die Pipette. Ups. Das hast du nicht gewusst. So. Jetzt müssen wir bestimmt irgendwas damit zu tun, oder? Ich werde ja wahnsinnig. Wir lesen nochmal dieses dumme. Der verleiht ihr Energie. Aber wo kommt denn der hin? Also da kann ich jetzt nur noch lesen. Das ist jetzt auch fertig. Das ist ja auch fertig. Die einzigsten. Alter, will ich hier reinpassen? Nein. Nee. So, ich betröffel dich jetzt. Oder da rein? Nee, das geht auch nicht. Ich glaube, das ist ein Bug. Eigentlich muss es nämlich dahin. Keine Ahnung. Da habe ich hier wieder irgendwas übersehen, was vielleicht noch die Ranke oder so? Nee. Wie mal schauen. Oha. Wusstest du das, Herr Suku? Ich glaube nämlich nicht. Und den müssen wir, glaube ich, jetzt zerstampfen, oder? Siehst du? Was müssen wir jetzt machen, bitte? Also, der Asphenblume. Dann war verzogen das Prisma. Aber wie soll ich das jetzt da hinfügen? Und wo füge ich das hin? Hier wird es ja wohl nicht hin. Doch. Ach, wir haben ein Feensiegel bekommen. Nein! Nein, warum? Ich will nicht. Was kann doch nicht wahr sein? Oh.
Wir müssen das ja nur klug angehen. Okay, klug und nett. Wir sind halt keine Freunde, so. Ist schon falsch. Ich merk's schon.